Wie wir im vorherigen Video gehört haben, spielen sowohl die Energiebilanz als auch die atmosphärische Dynamik eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des regionalen Klimas und Wetters. Als Beispiel zeige ich eine Darstellung der gemessenen jährlichen Durchschnittstemperatur auf 2 Meter für die nördliche Hemisphäre. Die Temperaturen nehmen deutlich ab, wenn man sich vom Äquator in Richtung Arktis bewegt, wie von der Energiebilanz auch erwartet. Diese Temperaturabnahme ist aber nicht gleichmäßig. Der Plot der Temperaturanomalien im Vergleich zu den saisonalen Mittelwerten stellt dies sehr schön dar. So ist die atmosphärische Dynamik zusammen mit dem Ozeanland Massenverteilung für kältere Ostküsten und wärmere Westküsten aller Kontinente verantwortlich. Darüber hinaus treten auch über den Ozeanen, insbesondere im Nordatlantik, starke Anomalien auf. Die Meeresoberfläche ist in der Nähe der Küste Norwegens zum Beispiel deutlich wärmer als an einem Ort ähnlicher Breite an der kanadischen Küste. Diese Eigenschaft erklärt zusammen mit der atmosphärischen Dynamik, warum die Region um die Stadt Trondheim in Norwegen zum Beispiel viel grüner ist als Iqaluit in Kanada. Und lassen Sie uns an dieser Stelle einen Blick auf die Messungen der Meeresoberflächentemperaturen des Nordatlantiks werfen. Sie zeigen, wie warmes Wasser, das seinen Ursprung in der Nähe von Florida hat, der Küste der USA folgt, bevor es den Atlantik in Richtung Europa überquert. Und dies ist der sogenannte Golfstrom. Der Golfstrom ist eine warme und schnelle atlantische Meeresströmung, die ihren Ursprung im tropischen Atlantik hat. Er hat einen direkten Einfluss auf das Wetter und Klima sowohl in Ost- und Nordamerikas als auch in Westeuropa. Der Golfstrom ist eine kleine Komponente des viel größeren globalen Ozeanförderbandes, der als thermohaline Zirkulation bekannt ist. Es kann Tausende von Jahren dauern, bis das Wasser die gesamte Länge dieser Zirkulation zurückgelegt hat. Die Bewegung des Wassers durch dieses Förderband wird durch Dichtunterschiede angetrieben, die durch Unterschiede in der Temperatur und dem Salzgehalt des Meerwassers entstehen. Wenn warmes Oberflächenwasser polwärts wandert, zum Beispiel im Golfstrom, kühlt es unterwegs ab und gewinnt durch Verdunstung von Süßwasser an Salzgehalt. Durch die Erhöhung des Salzgehalts oder der Salinität und die Senkung der Temperatur des Wassers erhöht sich dessen Dichte. Dieses Wasser sinkt unweigerlich auf das Niveau der tiefen Meerströmungen, die sich mit einer viel geringeren Geschwindigkeit als an der Oberfläche bewegen. Dieses dichte Wasser wandert dann durch die Ozeanbecken der Welt und wird in den Regionen mit intensivem Auftrieb wieder an die Oberfläche gezogen. Das heißt, das sind Gebiete, in denen sich das Oberflächenwasser bewegt, damit tieferes Wasser aufsteigen kann. Dieser globale Prozess ist wichtig für die langfristige Durchmischung der Weltmeere und verteilt die Energie in alle Teile der Erde und damit trägt direkt zu dem Klima bei, das wir heute erleben. Es gibt aber auch kleinskalige Phänomene im Ozean, mesoskalige Wirbel, die auch sehr wichtig für den Impuls und Wärmetransport sind. Solche Wirbel können wir besonders gut in instantanen Messungen über kurze Zeitintervalle sehen oder wie auf unserer Grafik auch Modelloutput. Das ist erst seit kurzem mit der Zunahme der Rechenleistung möglich, die die Modellierung solcher Phänomene erlaubt. Die klimatische Rolle von diesem mesoskaligen Wirbel ist daher derzeit ein sehr lebendiges Forschungsfeld in der Klimawissenschaft.